Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück hier beim Twilight Princess Randomizer. Geht es weiter? Wir sind gerade an der Höhle im Haljasee. Hier geht's ordentlich ab. Wir kriegen auf jeden Fall viele, viele Gegenstände. Haben schon einige Schlüssel erhalten. Einige Kern-Items, die wichtig sind. Oh Gott, um im Spielverlauf weiterzukommen. Was mit dir? Bisschen orientierungsloser. Und es ist natürlich auch saudunkel jetzt, oder? Aber, Mist, wieder 100 Rubinen, die einfach futsch sind. Also ich habe jetzt mittlerweile, wir haben glaube ich auch den so ausgestellt, dass die Rubine nicht in der Schatzkiste bleiben. Gott, was war das denn? Alles daneben. Sollte... Das ist auf jeden Fall noch eine Geisterseele. Sollte das Budget überstiegen werden, was man tragen kann, bleibt das nicht in der Schatzkiste. Man nimmt es trotzdem einfach mit, hat einfach den Hintergrund, damit man dann weiß, welche Schatzkisten hat man. Und ist nicht verwirrt, wenn man irgendwo was sucht. Oh, ist das dunkel. Zack. Und weg damit. Und das ist eine Geisterseele für eine Geisterseele. Nummer 36 mittlerweile. Nicht schlecht. So, gibt es hier denn sonst noch was zu holen? Ich glaube, hier gibt es auch nochmal eine Schatzkiste fürs Anzünden der Fackel. Jawohl. Und damit auch den letzten Gegenstand hier aus der Höhle. Sehr schön. Haben wir nämlich das hier auch abgeschlossen und ich weiß gar nicht, was haben wir noch so? Oh, wieder 100 Rubine, die einfach futsch sind. Mann! Traurig. Okay, raus hier. Der Haljasee ist dafür erstmal dann abgeschlossen. Und meine Liste auch fast komplett abgearbeitet. Wir haben jetzt noch ein paar Dinge, die wir machen müssen. Und zwar eine davon ist auf jeden Fall die Eldin-Brücke. Hier. Da müssen wir auf jeden Fall nochmal hin. Denn auf der Eldin-Brücke gibt es nördlich eine Höhle. Ihr erinnert euch sicherlich. Das ist wie so eine Vulkanhöhle gewesen. Da musste ich auch zwei Lampen oder Fackeln anzünden. Und da gibt es auf jeden Fall auch nochmal eine Schatzkiste. Die ich bisher noch nicht holen konnte. Diese ganzen Wege ablatschen muss ich auch nochmal. Es gibt noch einiges zu erledigen auf jeden Fall. So, verwandeln. Denn auch abseits hier von Hyrule auf den ganzen Pfaden... gibt es noch einige Höhlen zu erforschen, die wir womöglich bisher ausgelassen haben. Es gibt auf jeden Fall einiges zu tun noch. Auch die ganzen Dungeons, die wir jetzt so halb anfangen können, da können wir überall rein. Ich glaube am ehesten der Goronen-Dungeon. Da gibt es auch ordentlich was zu holen. Ansonsten... Ja, kommt so ein bisschen, glaube ich, auch auf Glück an, dass wir vielleicht noch irgendwo was finden. Wir müssen mal schauen. So, wir jumpen jetzt auf jeden Fall erstmal hier runter. Let's go. Und zack. Hier müsste dann soweit alles klar sein. Da, 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 da. Euch hatten wir auch schon mal alle besiegt. Und dann springen wir einmal. Oh Gott. Oh, das ging fast in die Hose. Haben wir hier runter. Und ich glaube, hier ist auch schon der Ort. Genau. Wie ich keinen Schaden mache, ey. Diesem Holzschwert. Wahnsinn. Nee, hier war es nicht. Wo war denn das? War das hier? Hier kann ich noch weiter runterspringen, oder wie? Nee, hä? Hi. Nein! Nein! Wo kommt ihr denn da auf einmal her? Dann doch darunter? Alles andere ergibt ja keinen Sinn. Miau. Genau, da haben wir die zwei Fackeln. Let's go. Zack. Und zack. Da gibt es nochmal eine schöne Schatzkiste für. Die haben wir nämlich beim letzten Mal nicht mitnehmen können. Mal gucken, was wir dafür bekommen.
Ah, das ist der Ordon-Schild, den wir leider schon haben. Den ich mir gekauft habe. Ansonsten sind wir hier aber durch, ne? Ja. Okay. Gut, das war leider ein Griff ins Klo. Also ein völliger Griff ins Klo sogar. Ich hätte gesagt, wir könnten jetzt nochmal zum Heiligen Hain vordringen. Da gibt es auf jeden Fall auch nochmal eine Lampe. Ob das Mehrwert hat, I don't know. We will see. Hier, ne? Hätte ich gesagt. Ja. Ansonsten, lass mal überlegen, was können wir noch machen? Ja, wir könnten, wie gesagt, die Ebene von Hyrule nochmal so abreiten und könnten gucken, ob wir da irgendwie unterwegs was finden. Ich weiß halt, es gibt da ab und zu noch irgendwelche Aufgänge, Ecken, Höhlen, wo man vielleicht was unternehmen könnte, machen könnte, etc. pp. Ba-ba-ba-ba-bam. Weiß halt auch nicht, wie sich das verhält, wenn wir jetzt nochmal in den Heiligen Hain gehen. Eigentlich muss hier erst der Typ stehen. Der Mo heißt der, glaube ich. Genau, eigentlich müsste erst der Typ da stehen. Und wenn der Typ da ist mit seinem goldenen Huhn, können wir da erst in der Story weitermachen. Soweit ich mich daran erinnere. Aber wir gucken mal kurz. Außerdem Fackel anzünden müssen wir trotzdem. Mal schauen, was da jetzt passiert. Wir zünden zumindest die Fackel an und ansonsten hätte ich gesagt, ja. Oh, wir können auch den... Was passiert, wenn ich das mache? Ich glaube, beim letzten Mal habe ich den nicht gespielt. Denke ich zumindest. Oh, da ist auch gerade nichts passiert. Okay, wir latschen hier einfach mal kurzerhand durch. Irgendwo gibt es so einen Ort, da kann man auf jeden Fall ein paar Fackeln anzünden. Wir schauen mal, was so los ist. Ist das nicht hier schon? Nee, doch hier. So, okay. Hier gibt es auf jeden Fall eine Schatzkiste zu holen. Let's go. Und dann können wir halt nochmal gucken, was bei der Lichtung ist. Ob wir da irgendwie das Masterschwert ziehen können. Wow. Das war ja noch mehr Griff ins Klo, als ich dachte. Wahnsinn. Das läuft ja hier. Okay, hier ist erstmal nichts weiter. Wir gucken nochmal schnell, dass wir hier den Weg finden. Zum... Ja, zur Lichtung halt. Warte mal, die Lampe brauche ich nicht. Glaub hier lang, oder? Jo, das sieht gut aus. Oh, hier haben wir auch noch. Ich glaube, das hat nichts zu bedeuten, oder? Warte mal. Hat das was zu bedeuten? Ist das dann als erwachsener Link? Kann sein. Gerade super verwirrt hier. Genau, hier geht's zur Lichtung. Ich glaube aber nicht, dass da was passiert, ne? Da ist, glaube ich, nach wie vor nichts weiter los. Wir sind ja beim letzten Mal auch schon hier rausgekommen. Und müssten jetzt halt eigentlich unser Schwert da reinstecken, beziehungsweise ein Schwert ziehen. Aber ich glaube, das ist auch mit dem Ordon-Schwert nicht möglich, oder? Nee. Da
müssen wir erst irgendwas triggern. Also da sind wir auf jeden Fall noch nicht weit genug. Okay, wir können... was können wir machen? Wir können über die Ebenen rennen. Hier ist, glaube ich, soweit alles durch. Wie gesagt, wir könnten hier hinten so ein bisschen lang rennen. Oder halt hier diese Ebenen ablatschen. Da gibt es auf jeden Fall irgendwo auch noch eine Höhle. Im Zweifelsfall hätte ich gesagt, wir laufen auf jeden Fall... Oder wir gehen dann auf jeden Fall als nächstes in den großen Dungeon rein. Da kommen wir, glaube ich, am weitesten. Da fehlt uns noch ein kleiner Schlüssel. Ansonsten können wir da komplett durchmarschieren. Und der Boss-Key, der besteht ja aus drei Teilen. Da fehlen uns noch zwei von. Leider auch noch nicht so geil. Aber das ist dann im Moment auch alles, was wir machen können. Zu Agnetta können wir nochmal. Agnetta. Wie immer man sie aussprechen möchte. Ich sag Agnetha. Genau, da haben wir, glaube ich, noch mindestens einen Sektwerfer abgeben können. Das könnten wir tun. So, hier ist aber, glaube ich, auch falsch, ne? Hier ist, glaube ich, nur diese Höhle. Genau, hier hat man noch das. Da brauchen wir aber erst den Kreisel. Hier hat man die Höhle zum verlassenen Dorf. Ansonsten ist da, glaube ich, auch weiter nichts los. Wir gucken trotzdem nochmal, was hier so abgeht. Aber ich glaube, wir sind dann doch eher bei der anderen Brücke oben. Die dann vielleicht... Aua. Die ein oder andere Maßnahme noch... hat. Zumindest der Weg hat eine Maßnahme. Oder irgendwo Geröll ist, wo man vielleicht nochmal hoch muss. Und als Wolf da sich vielleicht nochmal einbuddeln muss. Hier sind wir, glaube ich, auch soweit fertig. Ja, ich hätte gesagt, wir teleportieren uns mal. Und zwar hier hin. Und dann laufen wir... Genau, hier diese Wege. Beziehungsweise hier... Müsste es auch noch was geben. Oder hier, was hier? I'm not sure. Wir teleportieren uns erstmal hier hin. Ich würde sagen, dann hole ich mir Epona mal ran. Haben wir hier irgendwo Blätter, um Epona zu rufen? Ich glaube, wenn, dann hier ganz außen. Sicher bin ich mir gerade aber nicht. Nö, haben wir tatsächlich gar nicht. Schade. Nö, hier ist aber auch nichts, ne? Ne, das ist nicht der Pfad, den ich suche. Ich glaube tatsächlich, es ist hinter der Haierbrücke. Ein bisschen doof, dass ich hier keine Blätter habe, um Epona zu rufen. Da fehlt einem dann doch schon irgendwie mal das Werkzeug von Ilya oder Ayla. So. Ja, sollte ich jetzt hier lang gehen, gibt es, glaube ich, auch nochmal so einen Ort, wo ich mit dem Kreisel was machen könnte. Aber den haben wir noch nicht. Da gibt es, glaube ich, drei Orte, wo man explizit was machen kann. Ich hole mal schnell mein Pferd. Hallo, Epona. So, let's go. Schauen wir mal, ob wir hier noch irgendwas verrichten können. Hier geht nämlich auch gerade nichts mehr. Zack. Und aber wenn ich jetzt hier weiterlaufe, müsste, wie gesagt, noch die eine Stelle kommen. Da müsste noch eine Höhle sein. Ich glaube sogar eine Geisterseele müsste da irgendwo rumhängen. Genau hier. Und eine Schatzkiste gibt es auch noch. Wunderbar. Da gehen wir hier erstmal auf Bombenpfeile. Schön auf Tuchfühlung und hier dann noch mit dem Enterhaken ran. Man kann sich ja ducken. Das wusste ich gar nicht. Interessant. So, zack. Genau, da oben ist die Geisterseele. So, einmal runter von dir.
Und ich glaube, mehr ist da hinten auch nicht, oder? Wir reiten dann den Weg nochmal zu Ende, aber ich glaube, mehr gibt es da dann nicht zu holen. So, einmal hier hoch bitte. Dann noch hier rüber und da eine Geisterseele, eine Schatzkiste. Und ich glaube, das ist auch noch ein Ort zum Buddeln. Also ordentlich was zum Holen. Das gefällt mir. Verwandeln. Und Tschüssikowski, mein Freund. Ach, Mann. Also wir haben gerade echt Pech, ne, was das Geld angeht. Wir wären jetzt, glaube ich, schon bei 1500 Rubine oder so. Mindestens. Okay, schöne Falle abbekommen. Ja, aber auch das muss sein. Auch das müssen wir abkönnen. So, und hier noch eine Höhle. Ich hoffe, wenigstens hier finden wir was Schönes. Oh Gott. Schön mit dem Holzschwert. Oder Ort und Schwert, wie auch immer. Ich glaube, mit dem Bogen wäre ich da tatsächlich effektiver. Ist ja auch schon wieder so dunkel, ne? Haben wir alle? Ne, irgendwo ist noch einer hier. Komm her, Freundchen. Komm her. Hallo. Hä? Juckt ihn einfach gar nicht, ne? So. Ach, Mann. Komm her. So, jetzt haben wir einen. Schatzkiste her. Eieieiei. Jo, ansonsten hätte ich jetzt echt gesagt, auf zu den Goronen. Und ich hole nochmal kurz die Lampe raus. Wir schauen hier nochmal kurz die Ecken ab. Denn wie wir wissen, hier können halt überall auch Schatzkisten noch in den Ecken versteckt sein. Schon so oft einfach an solchen Schatzkisten vorbeigelaufen. Aber ich glaube, hier ist es nicht so. Okay, was haben wir? Bomben. Ach Mann. Aktuell aber auch mega Pech einfach, ne? Ich glaube, hier ist nichts weiter, ne? Nee. Okay, dann raus hier. Ja, was können wir noch machen, Leute? Was können wir noch machen? Wir können bei Agnetta nochmal vorbeigucken. Und ansonsten bin ich aber auch erstmal wieder raus. Ja, dann Dungeon-mäßig müssen wir uns auf jeden Fall weiter fortbewegen. Hier müsste jetzt, glaube ich, auch nichts mehr kommen. Da haben wir noch so ein paar Felsen hier rumstehen, aber ich glaube, das war es dann auch. Weitestgehend. Das ist dann hier die Verbindung nach da unten. Genau, da kommen wir, glaube ich, auch nicht durch. I'm not sure. Wir können es mal probieren. Ne, da komme ich nicht durch. Okay, wir gehen nochmal schnell zu Agnetta. Ansonsten. Jo, ansonsten Gorone. Mine der Gorone als nächstes. Was anderes fällt mir auch nicht ein. Also klar, wir könnten jetzt noch unsere Bomben verkaufen, könnten auf Wasserbomben gehen. Das könnten wir tun. Wir könnten in die Wüstenburg nochmal reingehen. Wir könnten theoretisch auch die 50 Ebenen anfangen und da Geisterseelen bekämpfen. Wäre aber dumm. Weil dann müsste man das zweimal machen. Es kann halt sein, dass da was drin ist, was man braucht. Muss aber nicht. Ja, Snowpeak kommen wir noch nicht rein. Da brauchen wir halt erst was. Dann brauchen wir die Dunstforelle. Den Time Dungeon können wir nicht starten, weil da triggert noch nichts. City können wir nicht machen. Schatten Palace fehlen uns die. Ja, müssen wir die Wüstenburg machen und da fehlen uns noch zwei Scherben. Hyrule Castle könnten wir dann vielleicht machen. Okay, wir haben
prinzipiell auch nur das eine Insekt hier. Und was bekommen wir dafür? Eine Geisterseele. Okay, schade. Gut, das war's dann auch schon. Dann würde ich sagen, im nächsten Part, Leute, geht's zur Mine der Geroden. Gucken mal, was wir da so ausrichten können und was wir da für wunderschöne Items erhalten. Das war's von mir. Vielen Dank fürs Zusehen. Gerne liken, kommentieren. Bis zum nächsten Mal zum Twilight Princess Randomizer. Tschüssi, Leute.